Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraft auf MyPixel-Server. Nicht Minecraft-Zombies. Ja, ihr könnt euch mit einem einfachen Rechtsklick überall auf MyPixel-Server hinsetzen. Komme ich hier auch noch? Ja, und hier rüber? Perfekt. Okay, heute, anstatt Minecraft-Zombies, dachte ich mir, okay, es gibt bestimmt auch noch andere coole Spielmodi, die zur Jahreszeit passen. Ich weiß, Weihnachten ist schon ein bisschen länger her, aber wir könnten doch sowieso zum Feiertagsmodus Santa Sass spielen. Einfach mal so zum Ausprobieren. Ja? Weiß ihr nicht, was das ist? Santa sagt euch was und ihr müsst halt das tun, was er sagt. Im Game. Ich glaube, das ist verständlich. Ich weiß es nicht. Ihr seht's gleich. Es wird mega cool. Wuhu! Okay. Genau. Betritt das Nether-Portal. Jetzt müssen wir hier ins Nether-Portal. Du hast das Spiel erfolgreich beendet. Was? Oh. Schlage das meiste Gras. Das ist sehr laut. Ist noch Gras da? Okay, wir haben das Spiel beendet. Stehe nicht auf Eis. Okay. Gib dem Spieler ein verpacktes Geschenk. Hä? Oh, ja? Njam, njam, njam. Okay. Das ist wie Build an Iron Golem. Ja, geht alle weg mal hier. Tada, ich hab einen. Hä? Hab ich? Ja, okay, ich dachte gerade. Was? Heil dich. Das funktioniert so gut. Okay, was? Hab ich. Milch und Kekse. Ja. Das ist mir. Hä? Ich habe auch Dings. Oh, schnell. Jetzt müssen wir von der Plattform. Ich habe ihm doch Kekse gegeben. Betritt das Endportal? No! No! Okay, perfekt. Also wir müssen, also ihr seht schon, wir müssen also halt das machen, was da immer steht. Brupo, ich habe keine Ahnung, wie man, nee, vergiss es, ich habe keine Ahnung, wie man einen Trank macht. Ja, keine Ahnung. Springe von der Plattform. Geh doch weg hier. Männchen. Ah, okay. Das Spiel haben wir auch. Okay. Dann hätten wir das auch mal getestet. Feiertage sind vorbei, ich weiß. Einfach nur, damit ihr wisst, was genau das ist. Ja? Falls wir das irgendwann mal nochmal spielen sollen. Was gibt's denn hier noch? Creeper Attack ist cool. Können wir auch mal kurz reinschauen. Also heute ist so, ich zeige euch mal ein paar Spiele, die wir vielleicht in nächster Zeit mal häufiger zocken könnten. Schließlich ist das ja alles in einer anderen Playlist als die Zombies-Videos. Die sind zwar auch in der Playlist, aber ja. Und zwar in der Mitte steht ein Händler und nicht er. Und wenn er stirbt, ist vorbei. Hier überall kommen so Creeper angelaufen, Zombies, Iron Golems. Da oben stehen Skelette, die schießen, gegen die wir halt einfach ganz easy kämpfen müssen. Genau. Ich habe noch keinen genauen Plan, ob ich das jetzt hier häufiger spiele oder nicht. Bei Santa Sass auch nicht. Da muss ich gucken, was mir davon dann am meisten Spaß macht und was wir dann vielleicht zwei, dreimal zocken könnten. Also ich habe schon so vor, vielleicht mal jedes Spiel durchzuspielen. 1, 2, 3, 4. Okay. Vielleicht, hier kommt wahrscheinlich der erste, hier der zweite, dritte, vierte. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das einfach nur so zum Spaß gespielt. Einfach mal ein bisschen zum irgendwie drauf rumklöppeln. Ja. Der hat einen coolen Skin. Dieses Lila ist cool. Hallo, ich will auch. Hallo. Hallo. Tag. Okay. Was bist du denn? Er ist weg.
Herobrine. Auch da. Die haben alle so coole Skins. Ich sehe voll doof aus. Wo kommt denn der erste? Wo ist denn eins? Da ist eins. Okay. Kommt keiner. Doch, da kommt einer. Da ist auch einer. Und unten in der Mitte, wie ihr sehen könnt, Gesundheit des Händlers. So, der Creeper explodiert nicht. Ihr seht, da oben ist so eine Lebensanzeige und wir müssen den halt einfach down. Dafür kriegen wir Gold. Ihr seht jetzt nicht, wie viel ihr habt. Doch, ihr seht, das ist auf der rechten Seite. Und dann können wir uns hier beim Händler was kaufen, je nachdem, wie viel Gold wir gesammelt haben. Ist da noch was? Slime-Ding ist weird. Okay. Oh, da ist schon wieder einer. Der ist down. Perfekt. Wir müssen hier uns ja komplett konzentrieren. Ein Fehler und es wird problematisch, sagen wir es mal so. Let's go. Nächste Welle. Da hinten sind schon zwei. Da ist einer. Na, wobei, jetzt sind sie auch zu zweit. Egal, ich komme trotzdem mal hin. Genau. Durchspringen. Also, wenn man im Fall schlägt, macht man mehr Schaden. Allgemeinwissen in Minecraft. Ist da ein Geschenk? Mann. Es gibt nämlich zurzeit immer noch auf Hypixel Geschenke zu sammeln. Falls also noch, falls euch noch Geschenke fehlen, schaut euch auf jeden Fall um. Es gibt wahrscheinlich einen Preis oder so, wenn man alle hat. Ich habe fünf oder so. Jetzt kommen Zombies. Die greifen, ich weiß nicht, ob die unbedingt den Händler angreifen. Aber zum Beispiel Eisengolems greifen nicht unbedingt den Händler an. Die greifen den Spieler selber an, um ihn einfach aufzuhalten. Bisschen nervig. Wenn man stirbt, muss man einfach kurz warten, ehe man respawnen kann. Ich glaube, es waren 3, 4 oder 5 Sekunden. Also zwischen 3 und 5 Sekunden sowas rum. Ich weiß es nicht genau. Und die nächste Wave kommt. Ja, zum Beispiel hier. Der geht jetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob hier Combat-Update-Dings ist oder nicht. Ich smash einfach mal. Das wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie stimmen. Okay, er ist gleich down. No, Zombie. Oh mein Gott. Komm, komm. Komm, geh down. Perfekt. Creeper, gerade direkt um den Creeper kümmern. Perfekt, der ist down. Oh, da ist noch einer. Perfekt. Perfekt. Wir müssen uns konzentrieren. Wir dürfen nämlich möglichst nicht sterben. Das ist halt auch so ein Wave-Game, was länger dauern kann oder kürzer. Mal schauen. Also jetzt in den ersten 2 Folgen von Minecraft auf dem Server. Also das richtige Minecraft auf dem Server. Ich glaube, ich nehme noch die Zombies-Videos hier raus. Würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal verschiedene Minispiele an, ehe wir uns auf eins festigen wollen. Was wir dann vielleicht mal mehrmals spielen. Klar, auf jeden Fall Bed Wars wird kommen, Murder Mystery wird kommen, sind die Standard-Games. Aber ich möchte auch gerne ein bisschen die Games hinter den Kulissen zeigen, weil nicht jeder kennt diese Games, ja. Eine Runde Bed Wars ist in 10 Sekunden voll. Ja, eine Runde in Minecraft Zombies, bis die voll ist, kann das mehrere Minuten auch teilweise dauern. Weil das einfach nicht so bekannt ist, wie zum Beispiel Bed Wars. Und Bed Wars hat zum Beispiel viel mehr verschiedene Maps und Stages als jetzt andere Games. Da merkt man daran, dass das eher eine größere Branche ist, also das Bed Wars an sich. Und dementsprechend, genau, ich bin mir sicher, jeder von euch kennt Bed Wars, ich bin mir sicher, jeder von euch kennt Murder. Ich glaube aber, die wenigsten von euch hatten wir jetzt hier zum Beispiel, Reaper Attack oder Minecraft Zombies, weiß ich ja nicht. Es ist auch ein sehr unbekanntes Spiel. Ist zwar im Arcade-Modus relativ weit vorne, aber wie häufig geht man denn schon in den Arcade-Modus? Es gibt ja noch andere Spiele, wo ich selber nicht weiß, wie die funktionieren, in die werden wir natürlich auch reinschauen. Ich werde schließlich auch ein bisschen was lernen. Ich bin ja nicht nur hier, um irgendwie Spiele zu spielen, die ich schon kenne. Ich will schließlich... Oh, wir haben sogar eine Rüstung. Ja, es ist nicht eine Rüstung. Bild. Ja. Das ist, also das ist das, was ich auch vorhabe. Ich möchte Spiele spielen, die ich auch nicht kenne. Also Spielmodi heißt das ja. Weil es könnte ja sonst langweilig werden. Ihr wollt mich ja bestimmt auch mal versagen sehen. Genau. Und dann wird, das nächste Mal wird dann wieder ganz normal ein Minecraft-Zombies-Video kommen wahrscheinlich. Wissen tue ich es noch nicht ganz. Entschieden habe ich mich halt noch nicht, wie genau ich das jetzt mache. Ob ich jedes Mal abwechsle oder... Perfekt. Oder ob ich da 2, 3 Mal... Weiß ich nicht.
In den nächsten 30 Sekunden. Ja, ein Eisenschwert, komm. Wie viel habe ich noch? 200. 200 ist nichts, okay. Jetzt haben wir aber ein Eisenschwert, mit dem wir kämpfen können. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Andere haben schon eine Eisenrüstung. Kommt halt drauf an. Zählen die Hits oder zählen die besiegten Gegner? Ich weiß es nicht. Darauf achte ich jetzt gleich mal. Sonst achte ich ja meistens einfach darauf, einfach gut mit den anderen zu spielen. Oh, wir haben hier einen Baby-Zombie. Aber ich kümmere mich erstmal um den Creeper. Ich glaube nicht, dass der Baby-Zombie so schlimm ist. Oh mein Gott, viel zu viel los hier. Okay, ich müsste ganz kurz mich ein Stückchen nach rechts setzen. Sonst sitze ich so halb out of frame und das wollte ich nicht. Sorry, dass ich das, habe ich leider nicht gesehen. Bam, komm, zack, perfekt, Pro-Team. Mein Gott, das ist gerade weird. So ist okay. Das Tattoo noch ein bisschen drehen, so. Da hinten ist direkt wieder ein Creeper. Der Creeper ist down. Nein, mein Schwert. Komm wieder her. Weg von unserem Händler. Der war teuer. Oh, hier sind... Der ist schon ziemlich nah. Oh, der ist schon gefährlich nah. Gibt es hier noch einen roten Bereich, der aktiviert wird? Ihr seht hier, die Glasscheiben färben sich ja. Je weiter... Oh, der ist charged. Je weiter ein Gegner vordringt, desto dunkler wird die Farbe. Vielleicht gibt es hier vorne auch noch rot oder so. Genau wissen tue ich es nicht. Wir sehen es ja dann vielleicht nachher, wenn wir verlieren. Okay, hier geht die Runde jetzt schon echt lang. Muss ich schon sagen, das finde ich ein bisschen blöd, weil ich wollte noch ein paar andere Sachen anschauen. Aber wir haben noch Zeit. Oder wir machen heute einfach eine längere Folge. Das kann ich auch machen. Nee, 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 komm, komm. Du gehst hier. Na schön weg, ich sag's dir. Wie viel habe ich denn? 800? Ja. Dann nehme ich doch mal die Eisenrüstung. Ich werde safe sein. Oh, 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 wo, wo, wo. Ein Iron Golem. Komm, 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 komm. Hier, der soll. Lauf, Spieler, lauf. Komm, 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 komm. Da ist ein Creeper. Und den können wir jetzt auch noch. Weil die Eisengolems greifen ja nicht den Händler an. Deswegen sollten wir uns erstmal um die normalen Gegner kümmern. Maybe. Gut, ich bin mir sicher, dass es schon etwas hinderlich ist, wenn du die ganze Zeit von einem Eisengolem gejagt wirst. Aber ist halt immer noch besser als, wie das ein Creeper einfach unseren Händler zerstört. Wir haben noch 100 Gesundheit, das ist eigentlich, oh mein Gott, ganz gut. Okay, da muss ich mich dann doch auch mal konzentrieren. Oh, hier ist ein Charge Creeper. Okay, wir gucken auf den Boden. Ja, es wird rot. Oh, heißt das, heißt das, heißt das? Das war dann schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Da hinten steht ein... Nee, doch, da sind Skelette. Oder? Ja. Habe ich schon richtig gesehen. Die wurden nämlich hier kurz angeteasert oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall hier ein Skelett stehen sehen. Oh, da kommen noch Zombies. Okay, wir sollten möglichst nicht sterben. Ich glaube nämlich, dass unsere Upgrades dann weg sind. Wissen tue ich das auch nicht. Komm, 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 komm. Zack, 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 zack. Wisst ihr, was wir eigentlich auch mal machen können? Wir könnten einfach mal Minecraft durchspielen. Ja, weil das habe ich einfach noch nie... Ich habe noch nie im Survival-Modus den Enderdrachen besiegt. Meistens einfach Diamantschwert gegeben, Stärketrank weggehauen, um im End arbeiten zu können. Im kreativen Modus. Ich bin sowieso kein Mensch, der gerne im Survival-Modus spielt. Wobei ich das eigentlich auch mal machen sollte, ein bisschen mehr. Hier ist es ja was anderes, so. Wenn du hier stirbst, verlierst du jetzt nicht unbedingt alles, was du im Inventar hast. Weil du hier gar nichts ins Inventar bekommst. Deswegen finde ich solche Sachen auf dem Server oder auch kreatives Let's Playen mit Redstone etc. viel spannender als Survival Games oder so Zeugs. Uiuiui, der ist schon gefährlich nah. Der war schon bei Rot. Ich habe es aufblinken sehen, ganz kurz. Nicht so toll. Ja, ein Zombie ist easy.
Creeper, Creeper, Creeper. Ja, aber wir machen gut Schaden. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren, dass ich hier nicht wirklich guten Schaden mache oder so. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit was? 3 Creeper sind noch übrig. Ja. Da kommt ein Charge Creeper. Ich gehe auf den Charge Creeper. Okay, perfekt. Was habe ich denn? Wie viel habe ich? 1300. Also wenn ich noch ein bisschen sammle, könnte ich ein Diamantschwert holen. Damit wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Okay, wir kriegen die jetzt auch schon viel, viel früher down. Ihr habt den Creeper vergessen, Jungs. Aber ist okay. Komm, 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 komm. Also einen Creeper können wir auch schon ab Gelb ungefähr besiegen. Oh no. Lass ihn in Ruhe. Lass Mr. Hans in Ruhe. Ich sehe nichts. Geht er erst down? Bam, der auch. So muss das. Oh, es kommt direkt die nächste Welle. Zombies sind weg. Den Creeper habe ich gesehen. Oh, oh, die sind vielleicht auch nicht so gut. Oh, die greifen einen auch noch nebenbei an, während man sie angreift. Okay. Oh, jemand hat das große Frieren gemacht. Ey, du bist der Beste. Geh doch auf den Charge Creeper. Zombies sind doch unwichtig. Komm, komm, komm. Charge Creeper, Charge Creeper. Schnell, 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 schnell. Okay, dann probieren wir heute nur 2 Sachen aus. Wie viel habe ich? Nein, zu wenig. Aber er hat noch 100 Gesundheit. Hier, oh. Kann ich dem Gesundheit nehmen? Nein. Okay, sie kommen wieder. Creeper, 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 Creeper. Okay, wir machen, wir kriegen, glaube ich, pro Schlag ein Gold oder so. Oh mein Gott, ein Zombie. Aber der kann gar nichts. Der ist schon wieder weg hier. Schönen Tag noch. Da ist noch einer. Den mache ich direkt von der Seite weg. Zack. Oh, der ist. Der wird von beiden Seiten direkt perfekt. Zack, zack. Hier ist ein Charge. Oh, no, keiner hat sich um den Charge Creeper gekümmert. No, er hat nur noch 90 Gesundheit. Wir werden sowas von sterben. I go and get the diamond sword. Okay, wir haben ein Diamantschwert. Ja, wir sind ausgerüstet. Die haben alle ein Diamantschwert. Das heißt, wir sind ungefähr gleich weit. Weiß ich, okay, dass ich nicht wirklich schlecht bin, wenn andere jetzt auch ihr Diamantschwert kaufen. Oh, was? Ich mache einen Balken pro Schlag weg. Ah, ne, 2 Schläge. Ja, aber das heißt, dass der hier auch easy für uns ist. Ja, komm, zu zweit, zu zweit. Komm, 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 komm. Der schafft gar nichts. Der Zombie doch nicht. Denkst du nicht im Ernst, dass der Zombie was kann? Der hält 3 Schläge aus. Perfekt, perfekt, perfekt. Wer noch? Der ist ein bisschen sehr... Oh, nö, 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 nö. Der ist ein bisschen... Oh, da oben. Okay, perfekt. Hier noch eins da hinten. Und den Zombie, den habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. Du kannst hier gar nichts, Kumpel. Ich mache erstmal die Creeper. Zombie, ich kann nicht. Da ist noch ein Charge Creeper. Gib den Charge Creeper. Nein, warte, ich mach den. Okay, Charge Creeper, Charge Creeper. Zombies sind egal. Zombies sind egal. Zombie, geht doch weg. Ich muss den. Komm, 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 komm. Bam. Charge Creeper ist down. Charge Creeper ist down. Charge Creeper ist down. Der ist explodiert. Wie viel Schaden hat er? Er hat immer noch 90 Schaden. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Das ist wichtig. Wenn er nicht lebt, wäre nicht so gut, wären wir down. Ich habe schon wieder 700. Also, man nimmt auch gut ein. Ich würde als nächstes auf eine Diamond-Rüstung sparen, auf jeden Fall. Oh, ich bin mit Pfeil und Bogen nicht so gut, wie ich denke, dass ich es bin. Oh, wir haben den Charge Creeper zuerst diesmal. Oh no! Nein! Auf keinen Fall. Please do not attack me. Ich kann nichts machen, ich muss im Kreis rennen. Er kommt! Hör doch auf! Oh ja, er hat jemand anderen fixiert. Nein, er hat mich fixiert. Rennen die beide hinter mir? Nein. Okay, zack, 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 drauf, 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 komm, komm, komm. Hier, hier, gar nichts, gar nichts. Zack, 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 komm, 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 komm. Ich rette dich. Bam. Down. Okay, ihn noch. Aber nicht zu sehr ablenken lassen. Da sind Creeper unterwegs. Und die kleinen, ich habe ihren Namen vergessen.
Baby-Zombies. Ich mach die Creeper, ich mach die Creeper, ihr macht die anderen. Das ist ziemlich stressig. Das, oh. Das ist noch schlimmer als Minecraft-Zombies, was den Stressfaktor angeht. Finde ich super. Oh no, wir haben einen Charge-Creeper. Der andere Creeper ist sehr schnell zu besiegen von mehreren Gruppen. Deswegen, wie wär's, wenn wir den Charge-Creeper zuerst machen? Nimm doch den Creeper da vorne ist doch auch noch einer. Ich krieg den Charge-Creeper schon hin. Der Zombie ist down. Der Charge-Creeper auch gleich. Komm. Der Charge-Creeper ist down. Oh, 50 Gesundheit. Oh, es wird langsam knapp. Direkt auf den... Oh, hier ist ein Zombie gewesen, den habe ich gesehen. Der hat sich versucht, an mir vorbeizuschleichen. Hat's aber, so wie es aussieht, nicht ganz hingekriegt. Ui, die laufen rum! No! Okay, 5 Sekunden. Ehe man wiederbelebt wird. Aber mir bleiben die Sachen gespeichert. Okay, Charge Creeper. Von was werde ich denn gehittet? Von 2 Zombies. Komm. 50 Gesundheit, sind noch da. Perfekt. Okay, wir leben noch. Verstärkt deinen Bogen. Ja, nehme ich. Mach ich die jetzt One-Shot? Oh ja, mach ich. Skelette sind jetzt One-Shot so ziemlich. Zombies sind fast 2, okay. Aber ich kämpfe sowieso lieber mit einem Schwert. Haben wir die nächste Runde überlebt? Gut, aber die Folge ist langsam auch schon vorbei. Dafür kann ich nichts. Es tut mir leid, aber. Ich wollte heute eigentlich noch mehr zeigen. Aber dann machen wir in der nächsten Runde weiter. Wir gehen einfach durch alle Arcade-Games einmal durch. Dann durch Dings und so. Wir gehen einfach Stück für Stück durch alle durch. Und spielen jedes Spiel einmal. Es gibt auch noch Vampire, das fand ich sehr cool. Da habe ich, glaube ich, 2 Stunden am Stück oder so gespielt. Da ist ein Charge Creeper. Komm, der Händler hat noch 50 Gesundheit. Zack, drauf. Oh yes. Der Zombie da hinten, der kriegt sowieso nichts hin. Es ist so ruhig. Da ist ein Charge Creeper. Ich hole mir den direkt. Hinter dir. Nein. Hinter dir. Nein, hinter mir. Nicht töten. Oh mein Gott, lauf. Er ist direkt hinter mir. Lauf. Okay, danke schön, Leute. Oh, da ist noch einer. Komm, jetzt helfe ich dir aber auch. Bam! Okay. Händler, wie viel haben wir? 1500. Was gibt's denn für 1500? Nicht wirklich was. Ich würde sagen, wir sparen auf die 3000. Wenn wir es überhaupt noch bis dahin schaffen. Oh mein Gott, wie viele Creeper sind übrig? 8 noch. Okay. Jetzt wird's langsam problematisch. Ich sag's zwar nur ungern, aber wir sind dem Tod sehr nahe. Denn hat noch 30% Gesundheit. Jede Explosion, die ihr hört, ist eigentlich... Könnte ein Ding sein. Könnte ein Schlag für den Händler sein. Achtet immer auf die Gesundheit, die steht da drüben in der Mitte. 30%. Ich mache mir Sorgen, dass wir das nicht hinkriegen. Oh, jetzt hat's geblitzt. Das heißt Charge Creeper. Charge Creeper. Normaler Creeper. Ich bin tot. Jetzt, ey, ich sag's euch, das wird nix. Es ist, oh mein Gott, wir buggen. Okay, sind wieder da.
Wo kämpfen die? Wenn die hier kämpfen, muss hier irgendwas sein. Okay, okay, okay. Hui, ist das anstrengend. Klar kann er mich von hinten treffen. Der hat einfach einen Dorneffekt. Der greift gar nicht an, der hat Dorneffekt. Nein, 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 nein. Zombie nicht jetzt. Da ist ein Charged Ultra Hardcore Creeper. Der besiegt werden muss, come on. Okay, der Zombie ist auch down, hier ist auch noch einer. Okay. Den hole ich mir noch. Nein, 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 komm, komm, komm. Charge Creeper, nein, 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 nein. Er hat doch T-Gesundheit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Oh, es ist knapp, es ist knapp. Ich weiß aber nicht, ob das was werden kann. Ich mach direkt mal hier Zombies weg. Wobei, nein, ist egal. Zombies sind komplett egal. Kämpf gegen die, die den Händler attacken wollen. Oh! Blazes. Supi. Okay, sie sind freezed. Komm, 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 komm. Oh, wenn man stirbt, verliert man auch einen Teil seines Goldes. Das ist nicht so gut. Wobei mir das relativ egal ist. Down, 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 down. Oh, da hinten geht ganz schön die Party ab. Bam, 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 bam. Komm, der ist down. Mir tun meine Hände weh. Es ist viel zu anstrengend. Es macht Spaß irgendwie. Oh, no. Nein, nicht mich. Auf mich anzugreifen. Sie gehen beide auf mich. Sie gehen beide auf mich. Oh, mein Gott. Er wird auch von zwei gejagt. Oh, sie jagen mich. Sie jagen mich. Lauf, lauf, lauf. Eins Gesundheit, eins Gesundheit, eins Gesundheit, eins Gesundheit. Oh! Komm, 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 komm! Yes, down! Perfekt. Okay, die mit dem Dorn-Effekt finde ich nicht so nice. Oh, er ist schon direkt im Game-Bereich. Ich bin tot. No! Oh, und die Aufnahme geht auch viel zu lang. Es tut mir leid, Leute, falls ihr euch das alles nicht anschaut. Oh! GG. Hier standen welche. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir doch auch heute eigentlich ganz cool vorangekommen. Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen stressig mit diesen ganzen Creeper-Attack-Zeugs. Aber alles in allem ist das okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, Leute.